Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, ich nehme euch ganz schnell mit und zeige euch, wie ich unser Müsli am Mix mache. Weil es ist so einfach, dass ihr das einfach sehen müsst. Und ich nehme für das jetzt gerade einen 500 ml Becher Sojajoghurt. Ich muss sagen, wenn ich Müsli mache, mache ich meistens eine grosse Schüssel, damit das geht sicher für zwei Personen langer und bestenfalls auch gerade für zwei Tage. Dann, um dem Ganzen ein bisschen Geschmack zu geben, habe ich hier noch vom Lidl, glaube ich, Erdbeerquark. Der kommt auch da rein. Was ihr aber auch könnt machen, was ein bisschen weniger Volumen dann einfach gibt und gar keine Kalorien hat, wäre jetzt in diesem Fall das Chunky Flavor Erdbeer. Ich zeige es euch mal schnell. Zwar Himbeere, aber ist ja plus minus das Gleiche. Ist das da? Dann könnt ihr einfach davon so einen Messlöffel, den es drin hat, drin tun. Aber ich würde nicht einmal einen ganzen, weil es ist mega süß. Dann haben wir als nächstes natürlich immer Früchte. Ich tue pro Person, ja, würde ich sagen, plus minus eine Frucht drin. Ich übe die etwas mehr. Ich tue euch noch etwas weg. Hier. Oh, so. Und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, was fertig. Gerade wenn ihr nur Sojajoghurt nehmt, könnt ihr auch gut mit exotischen Früchten arbeiten. Weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt Ananas in ein normales Joghurt eintut, dann geht ihr das weh über. Und das ist echt nicht genießbar. Aber mit Sojajoghurt geht das eigentlich gut. Dann habe ich hier einen Apfel vom Bächlihof. Das sind mit Abstand die besten Äpfel. So. Ich nehme meistens so einen Apfelschneider. Aber wenn es nur einen ist, lohnt es sich nicht so. So. Und wenn ich daran denke, dann nehme ich einen Tag vorher schon Beeren aus dem Tiefkühler raus. Aber da wir keine Mikrowelle haben, habe ich keine Möglichkeit, um es schnell aufzutauen. Und warme Beeren im Müsli ist nicht so meins. Darum, das gibt es heute nicht. Dann habe ich für euch. Jetzt weiss ich nicht, wo. Den Masslöffel habe ich glaube, auch schon ein paar Mal erwähnt, aber einfach immer wieder wichtig. Das sind 50 Gramm. Und ich mache da immer so eine Granola-Mischung. Einfach was gerade passt. Und nehme jetzt hier einen Messlöffel. Wie eben, das ist ein bisschen wenig für zwei Personen. Es hat so viel Weinbeere drin. Ein bisschen wenig für zwei Personen. Dann nehme ich immer noch etwas mehr. Plus habe ich immer noch irgendwelche andere Toppings, die reinkommen. Ah, den habe ich übrigens auch gerade heute Morgen gemacht. Dann ich euch das Rezept auch noch online. Und für ein paar gesunde Omega-3-Fettsäuren haben wir hier noch Chiasamen. Da tun wir auch noch etwas drüber. Plus, fast vergessen, ich habe hier noch einen Smoothie drin. Und ich tue jetzt. Ist immer noch gut. Irgendwie war er nicht so Bombe zum Trinken. Aber im Müsli schmeckt man ihn nicht. Und darum tun wir jetzt hier noch rein. So.
Und jetzt ist schon unser Müsli schon fertig. Wie lange ist das gegangen? 5 Minuten mit erklären. Sonst bin ich sicher doppelt so schnell. Daher in 2,5 Minuten gemacht. Wenn wir Single sind, können wir 4-mal davon essen. Sonst 2-mal. Nein, aber es geht so schnell. Bitte lasst den Morgen nicht aus. Es ist so wichtig.